Abend. Ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz beim Saisonauftakt der Oberliga Süd, ERC Sonthofen gegen den EV Regensburg. Doug Irwin an meiner linken Seite, der Gasttrainer in Sonthofen, gut bekannt. Doug, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, muss man sagen. Und natürlich Dave Rich, unser Trainer vom ERC Sonthofen. Wir beginnen mit den Spielpaarungen, soweit sie noch nicht bekannt sind. Deggendorf gegen Weiden 2-1, Tölz-Selb 2-4, Landshut-Schönheide 4-0 und Klostersee-Peiting 5-6 in der Overtime. Das sind die heutigen Partien. Doug, du hast hier gewonnen, ihr habt eine tolle Mannschaft. Wie bist du mit deinem Spiel heute zufrieden? Ja, erstmal guten Abend. Ja, also ich glaube, wir haben einen guten Start im Spiel, viel Energie und aber Sonthofen hat kämpferisch, die waren gut und wir haben ein bisschen riskant gespielt und die haben Kontochancen bekommen und die sind verdient in Führung gegangen. Die waren lauferisch ein Tick besser in der zweiten Hälfte vom ersten Drittel und kämpferisch, die waren wirklich gut. Bis zum 3-3, also das war wirklich ein enge Spiel. Von dem Zeitpunkt bis zum Ende haben wir waren schneller, wir waren aggressiv, wir haben genug Torschancen gehabt, 7 zu schießen. Und das hat eine lange Zeit gedauert und vielleicht die Größe von unserer Kader oder die Breite von unserer Kader spielt eine große Rolle in die 7-3 Sieg von uns. Aber Sonthofen hat sehr gut gespielt und wir haben kämpferisch starke Leistung von der Heimmannschaft. Ich bin hochzufrieden mit dem ersten Sieg in der Saison und ich weiß, was auf uns zukommt. Das ist jedes Spiel in der Liga wird hart gekämpft. Danke. Ja, Doug, vielen Dank. Ja, Dave, der Doug hat es ja gerade gesagt. Wir haben auch mit 3-1 geführt, also das war toll, muss ich sagen. Wie siehst du das Spiel heute? Ja, guten Abend, herzlichen Glückwunsch, Doug. Ich sage erst einmal, ich bin nicht gratuliert. Ja, mein 3-1 führst du, ist kein Spiel. Nach 20 oder 30 Minuten du musst einfach weiter Eishockey spielen. Wir haben Teilzeit sehr gut gespielt und mitgehalten. Es ist einfach, die Strafen verletzt uns immer. Jeder Verein hat eine sehr gute Überzahl und da kannst du nicht viel Überzahlchancen geben. Aber defensiv, das habe ich gewusst. Wir arbeiten hart jetzt im Training, aber das muss wir einfach kapieren. 1-1 verlieren wir zu oft. Wir haben richtig 3-4 1-1 für Gegentoren. Das sollte nicht passieren in der Oberliga. Ich sagte, die Tempo muss man gewöhnen, weil das ist die Tempo ist ein anderes Niveau von den letzten 4 Spielen, was wir haben Freundschaftsspiel gespielt. Das ist schön schwer. Aber Geschenke, leider, das sind auf jeden Fall 3 oder 4 Geschenke haben wir gegeben. Regensburg ist eine Top-Mannschaft, das gebe ich zu, die hat das verdient. Das ist nur mit 7 Toren, das sind richtig 3 Geschenke, das sollte nicht passieren. Und das muss man arbeiten dran. Die Jungs kapiert das. Ein paar haben einen schlechten Tag, aber das wird immer wieder passieren. Wir müssen einfach zusammenhalten, kämpfen. Und über komplette 60 Minuten müssen wir Eishockey spielen. Und das will man Stück für Stück lernen in die Liga. Und es wird bestimmt genug Siegs rauskommen, wenn wir die Minimal Failures machen. Wir müssen die minimisieren. Die Failures hat uns gekostet. Das wird einfach ein sehr, sehr schweres Kampf weiter. Wir fahren jetzt, ich glaube, 9 Uhr früh jetzt los am Sonntag. Und es wird nochmal ein schönes Stück Arbeit da oben im schönen Heide. Aber jetzt muss man einfach weiter. Ja, Dave, danke. Doug, das ist das erste Spiel. Man kann natürlich noch nicht viel sagen. Ich meine, ihr habt natürlich auch vom Namen her eine Top-Mannschaft. Ihr gehört auch zu den Favoriten in der diesjährigen Saison. Aus deiner Sicht beim ersten Spiel, was hat gut funktioniert? Wo meinst du, wo muss noch dran gearbeitet werden? Wie schätzt du das Tempo ein, wie heute gespielt worden ist? Ist das schon das Level, was man braucht oder muss man sich noch steigern? Oh, steigern muss man immer. Das ist immer das erste Spiel. Und wir haben auch letzte Woche ein Vorbereitungsspiel, was nichts bedeutet, und die Woche vorher. Aber das war richtig, das war Zeit, dass wir was spielen.
Und die Vorbereitung ist lang und die Jungs waren heiß, aber manchmal ein bisschen zu motiviert und deswegen waren wir auf einmal 3-1 hinten. Aber die Mannschaft hat Charakter gezeigt, 3-1 hinten, egal wo du spielst, egal wer der Gegner ist, du bist 3-1 hinten, dann musst du was tun. Und die Jungs haben von dem Zeitpunkt das Spiel dominiert und ich muss ein Kompliment geben an die junge Reihe mit Dreves, Heger und Stoiber. Oder auch das der Reihe mit Hugo und Behum. Wir haben entweder Ausländer oder eine von den anderen Spielern mit denen gespielt. Und die haben die Vorarbeit gemacht für die Tore. Die haben nicht die Tore geschossen, bis Heger, das fünfte, glaube ich, vom Heger. Aber im zweiten Drittel, durch gute Vorchecken, wir haben teilweise dominiert und dann kommt die Haken und Halten vom Sandhofen und dann haben wir die Ubelzau-Situation ausgenutzt. Und das war positiv für unsere Seite, aber you know, das ist Eishockey, das Spiel ist 60 Minuten. Und ich muss froh sein, dass wir 3 Punkte geholt haben. Ob wir Favorit sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder Gegner ist ernst zu nehmen. Danke. Du hast es gerade gesagt, wir fahren am Sonntag 9 Uhr nach Schönheide. Dave, wie sieht's aus? Haben wir verletzte Spieler? Sind alle einsatzbereit? Und was rechnen wir uns da aus? Verletzt im Moment ist keine, angeschlagen immer. Das sind immer ein paar mit kleinen Sachen. Der Neuhook ist immer noch nicht dabei. Der Kolb ist jetzt zurück am Samstagabend, glaube ich, vom wo er ist jetzt im Moment. So er wird dazu kommen. Aber bis jetzt alle, die dabei sind heute, ich sollte dabei sein am Sonntag. Und da oben zu fahren und so in die Halle zu spielen, das ist nicht einfach. Da gibt's, wie Doug gerade gesagt, jeder wird ärgern dieses Jahr und muss wir 60 Minuten über ein komplettes Spiel lernen. Und das ist der einzige Weg, dass wir 3 Punkte holen, wenn wir das über 60 Minuten Eishockey spielen. Gut, danke. Wenn keine Fragen mehr sind, beende ich das heute. Ich wünsche dem EV Regensburg hier besonders eine gute Heimreise. Ich weiß, dass es Regensburg ist nicht der nächste Weg, aber Schönheide ist weiter von uns. Und Dave in Schönheide. Ja, hoffentlich. Wir gewinnen da oben. Schauen wir mal. Gut. Vielen Dank, das war's.